Welcome back. Ein herzliches Willkommen zurück. I'll invite you again to kneel down to join me with a silent word of prayer. Ich lade euch erneut ein, für ein stilles Gebet mit mir niederzuknien. Amen. Amen. So in the previous class, in der vorangegangenen Stunde, we went to review these two ditches the movement is being tested by. Haben wir uns diese zwei Gräben angeschaut, durch die Bewegung erprobt wird. And we went to two examples to just find help, to help us to understand these two ditches. Und wir haben uns zwei Beispiele angeschaut, die uns geholfen haben, diese beiden Gräben zu verstehen. We understand that we had to come out of our conservative mindset in 2018. Wir haben verstanden, dass wir im Jahre 2018 aus unserem konservativen Denken herauskommen mussten. And it's a natural reaction to go to the other extreme. Und die natürliche Antwort darauf ist, dass man in das andere Extrem rutscht. And many members of this movement have fallen prey to this danger. Und viele Glieder dieser Bewegung sind in diesen Graben gefallen. And have fallen into the ditch of false liberty. Und sind in diesen Graben dieser falschen Freiheit gefallen. So we should not be surprised that this was the case. Wir sollten also da nicht überrascht sein, dass dies so geschehen war. And another example we used to help us understand. Das weitere Beispiel, das wir betrachtet haben, das uns zu verstehen helfen soll, is the example of the King of the North and the King of the South. War das Beispiel mit dem König des Nordens und dem König des Südens. We understand them to be polar opposites. Wir verstehen, dass diese beiden gegensätzlich sind. And that we need to compare and contrast them. Und dass wir sie vergleichen und gegenüberstellen müssen. And even though they're completely the opposite, und auch wenn sie nun komplett verschieden sind, we see that they have the same evilness. Haben wir dennoch gesehen, dass sie die gleiche Bösartigkeit besitzen? Both have a relationship of church and state. Beide haben diese Beziehung zwischen Kirche und Staat. Both have sexist systems. Beide haben sexistische Systeme. And I use this example. Und ich habe dieses Beispiel gebraucht, to help us understand that though even these two ditches are on the opposite. Dieses Beispiel gebraucht, um zu verstehen, dass auch wenn diese beiden Gräben hier komplett verschieden sind oder gegensätzlich, they have the same evil as their foundation. Haben sie dennoch die gleiche Bösartigkeit als Grundlage. Both ditches are based on sexism. Beide Gräben basieren auf dem Sexismus. And as a member of this movement, und als Mitglied dieser Bewegung, the ditch you are likely to fall into, der Graben, dem es sehr leicht ist, in den man hineinfällt, is where the test hits you hard. Ist dort, wo der Test dich sehr hart trifft. You can fall either back to the conservative ditch. Du kannst entweder in diesen konservativen Graben zurückfallen, or you can fall into the ditch of false liberty, oder in den Graben dieser falschen Freiheit. We've come to understand that in this direction you say I do whatever I want. Wir haben verstanden, dass wenn man in diese Richtung fällt, dann sagt man sowas wie
ich tue einfach, was mir gefällt. And on a surface level, that seems like freedom, true freedom. Und auf einer oberflächlichen Sichtweise scheint das als die wahre Freiheit zu sein. But it actually is not. Aber das ist sie nicht. The reason why we'll discuss later. Und der Grund warum werden wir nun später betrachten. But in this ditch you're just as sexist as when you're in this ditch. In diesem Graben bist du genauso sexist, wie wenn du dich in dem anderen Graben befindest. When you're here and you're saying I wear what I want to wear. Wenn du dich hier befindest und sagst, ich ziehe einfach an, was ich anziehen möchte. You're just as sexist as when you were oppressed by saying or by just wearing skirts. Dann bist du genauso sexist, als wenn du auf der anderen Seite stehst und sagst, ich trage nur Röcke. And this is something which sometimes we don't understand. Und das ist etwas, was wir manchmal nicht verstehen. How can something which is the complete opposite? Wie kann etwas, was komplett verschieden ist, have actually the same evil as their root? Wie kann das dann sein, dass diese beiden dennoch die das gleiche Übel als Wurzel haben? We're not prophetic children anymore. Wir sind keine prophetischen Kinder mehr. We're supposed to be teachers. Wir sollten Lehrer sein. Prophetic adults. Prophetische Erwachsene. We're supposed to give reason for our faith. Es sollte uns möglich sein, unseren Glauben zu begründen. Which means we should be able to explain why these two ditches are having a sexist foundation. Was bedeutet, dass es uns möglich sein sollte, zu erklären, warum diese beiden Gräben den Sexismus als Fundament haben. So I reminded us of the shaking in 2020. Ich habe uns an eine Sichtung im Jahre 2020 erinnert, where sentiments of false liberty arose. Wo diese Gedanken und Gefühle dieser falschen Freiheit aufkamen. And they were demonstrated by mainly by attacking the four reform vows. Und diese kamen auf, hauptsächlich, dass vier Reform Taufgelübde angegriffen wurden, nämlich der Sabbat. What you eat and drink. Darüber, was man isst und was man trinkt. How you dress. Wie man sich kleidet. And how you spend your leisure time. Und wie man seine Freizeit verbringt. So I will not speak about the Sabbath in eating. Ich werde nicht über den Sabbat sprechen und auch nicht darüber, was man isst. The Sabbath is clearly given in Eden. Der Sabbat wurde ganz deutlich in Eden gegeben. And it's not subject to dispensationalism. Und er ist kein Thema auf eine Dispensation. From the beginning to the end, it's the same law about the Sabbath. Vom Anfang bis zum Ende ist es das gleiche Gesetz, der Sabbat. And with eating. Und in Bezug auf das Essen. My subject today is sexism, so. Mein Thema heute ist Sexismus. So it's not really connected to eating. Das bezieht sich jetzt nicht so direkt auf das Essen. So I left the first presentation with asking you a question. And then, die erste Präsentation haben wir beendet und ich habe euch mit einer Frage entlassen. And this addresses the subject of dressing. Es bezog sich auf das Thema der Kleidung. For those who remember, the movement had quite a strict dress code. Für diejenigen, die sich erinnern, die Bewegung hatte einen sehr strikten Kleidungscode. I'm not saying that we don't have that today. Ich sage nicht, dass wir das heute nicht mehr haben. But back then, women's were reduced to wearing skirts and dresses. Aber damals wurden Frauen dazu angehalten oder wurden reduziert auf Kleider und Röcke. I remember Ella Perminder making the call at the international camp meeting in 2019. Ich erinnere mich an den Aufruf von Ältesten Perminder
beim internationalen Camp Meeting 2019. For women to put on their pants to demonstrate their faith into the message. Wo er aufrief, dass Frauen Hosen tragen sollten, um dadurch ihre Vertrauen in die Botschaft zu demonstrieren. He has received a lot of criticism for that. Dafür hat er viel Kritik geerntet. But I think he was right in doing that. Aber ich denke, er lag richtig, dass er dies so ausgesprochen hat. Today you demonstrate in what stream of information you believe. Heute zeigst du, in welchen Informationsstrom du glaubst. Just by wearing a mask or not wearing it. Indem du eine Maske trägst oder eben keine. Sometimes things become or actions become a symbol for what you believe in. Manchmal werden Dinge oder ja, Aktionen zu einer Aussage. And this call for women to wear pants at that time was essential to do so. Und der Aufruf an Frauen, Hosen zu tragen, war damals sehr grundlegend. Sometimes we need affirmative action to enforce equality. Manchmal benötigt man dieses affirmative action, um die Gleichberechtigung zu begründen. And I guess that's where we would go on a detour into politics, but we won't go there. An diesem Punkt könnte man jetzt einen Umweg in die Politik machen, aber das lassen wir heute. However, I think the majority of members have understood why wearing pants for women is good to do. Ich denke, dass wir an einem Punkt sind, wo die Mehrheit der Bewegung verstanden hat, warum es gut ist, wenn Frauen Hosen tragen. Why it's allowed, why it's encouraged. Warum es erlaubt ist und warum es sogar ermutigt wird. Wenn wir uns nun die falsche Freiheit anschauen. And we see that members of the movement have gone into that ditch. Und wenn wir sehen, dass Glieder der Bewegung in diesen Graben gefallen sind. By dressing not according to the dress code. Indem sie nicht gemäß dem Kleidungsordnung what is our dress code? Anziehen. Da stellt sich die Frage, was ist denn unsere Kleidungsordnung? Who knows it? Wer weiß es? Oder unsere Kleidervorschrift? Test question. Hier ist also eine Testfrage. Someone says comfortable. Jemand sagt, bequem sollte es sein. Es sollte schlicht sein. Something else. Was noch? Neat, clean, modest. Schön, sauber, schlicht. Equal that, I do not understand that word, I'm sorry. Ah, okay, equality, okay. Healthy, gesund, simple. Einfach. So it should not be too tight. Sollte also nicht zu eng sein. Too short or low. Nicht zu kurz. It should not be unhealthy, it should be healthy. Sollte nicht ungesund sein, sondern eben gesund. It should be practical. Sollte praktisch sein. So, in other words, modest. In anderen Worten, schlicht. Healthy and practical. Ja. Gesund und praktisch. For men and women equally. Sowohl für Frauen als auch Männer und das gleichberechtigt. Often when it comes to dress, women are bashed. Wenn man sich auf die Kleider bezieht, werden die. The message is equally an die Frauen. To men. Aber diese Botschaft geht genauso gleichberechtigt an die However, Männer. However, why is it that women get so much bashed about dress? Warum werden denn die Frauen so sehr warum
And I suggest that so in both ditches it's gleich the same. Umgeht. Und ich schlage vor, dass es in beiden Gräben hier genau gleich zugeht. Here, women are accused of wearing pants, for example. Hier werden Frauen angeschuldigt, dass sie zum Beispiel Hosen tragen. And here, women are also dressing. Und hier kleiden sich Frauen genauso. And are also bashed. Und werden dafür auch schlecht gemacht oder scharf kritisiert. Why is that? Warum? Why is it when it comes to dress that you immediately think about the female population, the female members? Warum ist es so, wenn man an Kleidung denkt, dass man immer zuerst an die Frauen denkt, an die weibliche Bevölkerung? It's because the female body is highlighted. Es ist, weil der weibliche Körper hervorgehoben wird oder betont wird. I don't understand. Attractive. Weil der weibliche Körper attraktiv ist. What else? Was noch? Objectification of the body. Dass der Körper zu einem Objekt wird. Men are attractive too, yeah. Es wird gesagt, Männer sind auch attraktiv. The clothes industry focuses on women. Die Kleidungsindustrie fokussiert sich auf Frauen. Es geht auch um Lust. Okay. We're going in an interesting direction. Wir gehen jetzt hier also in eine interessante Richtung. So this is where I think sexism becomes so interesting. Und das ist der Punkt, wo ich denke, dass der Sexismus so interessant wird. We have two ditches. Wir haben hier also diese beiden Gräben. Which seem to be as far as away as the north from the south. Die so weit auseinander scheinen wie der Norden und der Süden. Yet the root is the complete same. Dennoch ist die Wurzel komplett gleich. The foundation is sexism. Das Fundament ist der Sexismus. And what does sexism say for or about women? Und was sagt denn der Sexismus über Frauen? How are women viewed? Wie werden Frauen angeschaut? Or let me get even a little bit closer. Oder lass es mich noch einen Schritt näher gehen. Where does the worth of women lay? Wo liegt der Wert der Frau? Yes, people are saying it. Ja, die Leute sagen es hier. The value is in their appearance. Ihr Wert liegt in ihrer Erscheinung, in ihrem Äußeren. They are sex objects. Sie sind Sexobjekte. Or it's about their capability of having children. Oder es geht um ihre Fähigkeit, Kinder zu gebären. And this is where these two ditches are the same. Und das ist der Punkt, wo hier diese beiden Gräben gleich sind. Women's value is reduced to appearance. Der Wert der Frau wird auf das Äußere reduziert. The demonstration of the appearance can be the complete opposite. Die Demonstration dieses Äußeren kann komplett verschieden sein. Just like we see with the king of the north and the south about the relationship with the church and state. So wie wir das beim König des Nordens und des Südens gesehen haben, wie ihre Beziehung zwischen Kirche und Staat ist. But the similarity is that women are reduced to their appearance. Die Ähnlichkeit besteht aber darin, dass die Frauen auf ihr Äußeres reduziert werden. Sex objects. Zu Lustobjekten. Their value or their worth is to please the man. Ihr Wert besteht darin, dass sie dem Mann
gefallen muss. And this happens either by a woman to subdue and just wearing a skirt. Und das bezieht sich auf eine Frau, die sich zu unterwerfen hat und einen Rock tragen muss. Or by a woman having to put on jewelry, Make-up. Oder einer Frau, die Schmuck tragen muss, die sich schminken sollte. Wearing tight clothes. Enge Kleidung trägt. Short clothes. Oder auch kurze Kleidung. It's the same source. Es ist die gleiche Quelle. Both times women are subdued to please men. Beides Mal sind, müssen sich die Frauen dem Manne unterwerfen. And the main goal of women are to please their men. Und das Hauptziel ist, dem Mann zu gefallen. One time by wearing a dress. Das eine Mal, indem sie ein Kleid oder einen Rock trägt. And the other time by wearing skinny jeans and having your belly free. Und das andere Mal, indem sie hautenge Jeans trägt und bauchfrei ist. I asked you, where does sexual harassment start with women? Ich habe euch gefragt, wo fängt denn die sexuelle Belästigung bei Frauen an? Let me back up. Lass mich noch einen Schritt zurückgehen. This is why the reason we just gave. Der Grund, den wir hier eben anbrachten. I believe is the reason why when it comes to dress. Glaube ich, dass der Grund dafür ist, wenn wir jetzt die Kleidung betrachten. Mainly the conversation is directed towards women. Meistens wird die Konversation dann in Richtung der Frau gelenkt. That's why women were told here, put on your pants to demonstrate your faith. Und deswegen wurde den Frauen gesagt hier, zieht eure Hosen an. To demonstrate your faith in the midnight cry message. Um deinen Glauben zu bezeugen, um deinen Glauben an die Mitternachtsrufbotschaft zu bezeugen. That you are equal. Dass du gleichberechtigt bist. And the same appeal goes to this teach. Und der gleiche Aufruf geht an diesen Graben. Stop putting yourself as a sexual object. Hör auf, dich selbst als sexuelles Objekt zu kleiden. Your appearance is not your value. Dein Erscheinungsbild ist nicht dein Wert. You're valuable because you're a human being created by God. Du bist wertvoll, weil du ein Mensch bist, der von Gott geschaffen wurde. Your value does not lie in how many looks you get by man. Dein Wert ist nicht daran bemessen, wie viele Blicke du von Männern bekommst. Women are just taught by the first day on this earth. Die Frauen werden vom Tag 1 auf dieser Welt gelehrt, that their power, their value lays in their looks. Dass ihre Macht und ihr Wert in ihrem Erscheinungsbild liegt. That's why we have so much clothes. Deshalb haben wir so viele Kleidung. I don't know how it is in Brazil. Ich weiß nicht, wie das in Brasilien ist. But here in Europe, there is fun being made. Aber hier in Europa wird darüber Spaß gemacht. When a heterosexual couple goes on vacation, dass wenn ein heterosexuelles Paar in Urlaub fährt, that the man would take a small case, dass der Mann nur einen kleinen Koffer nimmt, and then the woman would come with a big case, und die Frau aber dann mit einem Riesenkoffer kommt, and the man would say, what do you need all these clothes for? Und der Mann sagen würde, wofür brauchst du denn diese ganze Kleidung? And then you joke about it. Und dann macht man Spaß darüber. Why do women need so much shoes? Warum benötigen Frauen so viele Schuhe? Why do women stand in the morning in front of their closet? Warum stehen Frauen am Morgen vor ihrem Kleiderschrank? Saying, I do not know what to wear. Und sagen, ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Even though their closet is full of clothes. Obwohl ihr Kleiderschrank doch voll von Kleidung ist. When we go down the rabbit hole of these
expressions. Wenn wir mal zum Grund dieser Aussagen gehen. The foundations of these things is sexism. Das Fundament dieser Aussagen ist der Sexismus. Because women are reduced to what, how they look. Denn Frauen werden darauf reduziert, wie sie aussehen. And a woman needs to ensure that she always looks perfect. Und eine Frau muss sicherstellen, dass sie immer perfekt aussieht. And that is sexism. Das ist Sexismus. Now coming back to the question I asked. Jetzt kommen wir zurück zu der Frage, die ich stellte. Where does sexual harassment start? Wo beginnt die sexuelle Belästigung? What is sexual harassment? Was bedeutet denn sexuelle Belästigung? Sexual harassment basically is slavery, abuse. Sexuelle Belästigung ist grundlegend Sklaverei, es ist Missbrauch. You're using someone else's body for your pleasure. Du benutzt den Körper eines anderen für deine eigene Befriedigung. We could talk about pornography. Wir könnten über Pornografie sprechen. Prostitution. Über Prostitution. All this is slavery. All das ist Sklaverei. If it would be a male black person, it would be forbidden. Wenn es ein schwarzer Mann wäre, dann wäre es verboten. But if it's a woman or a female being, wenn es um eine Frau geht oder um ein weibliches Wesen, it's legally allowed. Dann ist das legal. At least in a lot of countries on this earth. Zumindest in sehr vielen Ländern dieser Erde. Women are still in slavery. Frauen befinden sich immer noch in Sklaverei. And it's just because we're so familiar with this slavery. Und es ist nur deshalb, weil wir so vertraut mit dieser Sklaverei sind. Is that no one recognizes it, how evil it is. So dass es nur wenige sehen, wie schrecklich, wie übel today, das we eigentlich look back ist. And say, what happened with slave trade back then was evil. Heute schauen wir zurück und sagen, was damals mit diesem mit der Sklaven, mit dem Sklavenhandel geschehen ist, das war schrecklich. And we are right. Und da liegen wir richtig. But let's consider the time and circumstances of the time back then. Aber lasst uns nun die Zeit und die Umstände von damals betrachten. It was normal for them. Damals war es normal. It was not evil. Damals war es nicht schrecklich. And this is the same about sexism today. Und das ist das Gleiche mit dem Sexismus heute. It's normal. Es ist normal. We have to learn and understand the true evilness of sexism. Wir müssen das wahre Übel des Sexismus heutzutage verstehen lernen. And we face it in this stage as well as in this stage. Und wir stehen dem sowohl in diesem Graben als auch in dem anderen sexism, Graben gegenüber. Sexual harassment is abusing someone else's body. Sexuelle Belästigung, hier geht es um den Missbrauch eines anderen. But where does this Körpers. Abuse start? Und wo beginnt nun dieser Missbrauch? So, there's a book. Gibt ein Buch. So it's called The American Movement 1945 to 2000. Das heißt hier die Frauenbewegung von 1945 bis 2000. The reason why I like this book is the first part goes briefly over the second wave of feminism. Ich mag dieses Buch aus folgendem Grund, weil der Anfang geht über die zweite Welle des Feminismus. The majority of this book are documents from that time, speak important documents. Der zweite Teil dieses Buches zählt oder gibt wichtige Dokumente jener Zeit. Wieder. Documents, articles, also Dokumente, Artikel, Gesprächsverläufe. Movement, the second wave movement, as well as of the opposition. Sowohl von der
von der Seite des der zweiten there is a document Bewegung, from 1976. Also von den Opponenten. Es gibt ja ein Dokument von 1976. It's from Dietrich Silverman. Und es ist von Dietrich Silverman. And it speaks about sexual harassments. Ja. Es spricht hier über, oder sie spricht hier über sexuelle Belästigung. And I'm going to address the second paragraph. Ich möchte hier jetzt den zweiten Paragraph besprechen. There it says, sexual harassment begins with hiring procedures. Sexuelle Belästigung fängt mit hiring, mit sozusagen Prozessen des so Mietens. So a woman wants to apply for a job. Also wenn zum Beispiel eine Frau sich für eine Arbeitsstelle bewirbt. And this person is explaining that in this process sexual harassment starts. Und diese Person erklärt, dass in diesem Prozess sexuelle Belästigung schon anfängt. Women are who applied for a job. Frauen, die sich für eine Arbeitsstelle beworben haben, are judged not only for their work skills, werden nicht nur für ihre Fähigkeiten bewertet, but are also for their physical attractiveness, sondern auch aufgrund ihrer körperlichen Attraktivität. So when a woman applies for a job, wenn also eine Frau sich für eine Arbeitsstelle bewirbt, instead of looking at her skills, anstelle dass man ihre Fähigkeiten betrachtet, the people choosing her just look at her appearance. Diejenigen, die sie dann auswählen, schauen and when they say, auf ihr Äußeres. This one looks a bit better, I like her. We und wenn sie dann sagen, ach, diese schaut ein bisschen besser aus, dann nehmen wir sie. That is sexual harassment. Das ist sexuelle Belästigung. That is abuse. Das ist Missbrauch. That's slavery. Das ist Sklaverei. So this of course continues. Das geht nun weiter. And sexual harassment varies. Und es gibt verschiedene Arten von sexueller Belästigung. From clearly suggestive looks or von remarks. Deutlichen Aussehen. Oder, ja. Have you heard incidences where women are told to clothe more feminine? Habt ihr von Fällen gehört, wo Frauen gesagt wurde, dass sie sich weiblicher kleiden sollten? That they have to wear lipstick at their job? Dass sie einen Lippenstift bei ihrer Arbeit tragen müssen? Or high heels or a skirt? Oder high heels, also hohe Schuhe? This person argues that this is sexual harassment and I agree. Diese Person hier argumentiert, dass dies bereits sexuelle Belästigung ist. And of course you have physical encounters and outright sexual assault. Und natürlich gibt es dann auch körperliche Begegnungen und somit hat man dann einen sexuellen Missbrauch. The person, the author is clear. Der Autor hier ist deutlich. In all instances, in allen Vorfällen, the message is clear. Ist die Botschaft deutlich? A woman's existence as a sexual being is more important. Die Existenz von Frauen als sexuelles Objekt ist wichtiger than her work. Als ihre Arbeit. I'm appealing to the women of this movement. Und ich, ich rufe jetzt die Frauen dieser Bewegung auf, to stop being in slavery, aufzuhören, sich in Sklaverei zu befinden. Be not reduced anymore to your looks. Lasst euch nicht auf euer Aussehen reduzieren. To your appearance. Auf euer Aussehen. Do not receive value through that. Hört auf, dadurch euren Wert zu empfangen. These are the wounds of slavery,
which were put on us. Das sind die Wunden der Sklaverei, die uns auferlegt wurden. Let's break out of this. Lasst uns daraus hinausbrechen. Let us not be abused anymore. Lasst uns nicht länger misshandelt werden. The next time, I don't know anyone, but let's speak of myself. The next time I'm tempted to wear skinny jeans. Das nächste Mal, wenn ich versucht werde, eine enge Jeans anzuziehen, I should remember that the source of it lies is sexism. Dann werde ich mich erinnern, dass die Grundlage dafür der Sexismus and that this is slavery and I need to break free from it. Und dass das Sklaverei ist und dass ich daraus hinausbrechen muss. And by my example, I have power to help others. Habe ich Macht, anderen zu helfen. Ellen White speaks of that the living testimony will be revived. Ellen White spricht davon, dass das lebendige Zeugnis wieder auferweckt wird. Our test is sexism. Unser Test ist der Sexismus. We need to come out of the conservative ditch. Wir müssen aus dem konservativen Graben herauskommen. As well as of the ditch of false liberty. Genauso wie aus dem Graben der falschen Freiheit. We need to come out of it. Wir müssen herauskommen aus diesen Gräben. If we want to reach Levites and Nethinims. Wenn wir die Leviten und die Tempeldiener erreichen möchten. And especially if we also want to save ourselves. Und besonders, wenn wir uns selbst retten möchten. Elder Perminder called for women in 2019 to put on pants. Im Jahre 2019 hat Ältester Perminder Frauen dazu aufgerufen, Hosen zu tragen. I'm calling women to not conform to beauty standards anymore. Und ich rufe Frauen dazu auf, nicht mehr sich an Schönheitsideale and zu I know halten. To break free from slavery is way harder. Und ich weiß, dass than we think. Sich dass man dass das Losbrechen von Sklaverei viel anstrengender oder härter but ist, it als is man possible. Denkt. Aber es ist möglich. Let's go to the next point. Lasst uns noch zu dem nächsten Punkt gehen. Which I want to talk about leisure time. Und möchte ich über die Freizeit sprechen. So the problem about leisure time is. Das Problem in Bezug auf die Freizeit. Is that people like to watch movies and listen to worldly music. Leute mögen es, Filme anzuschauen und weltliche Musik in the time zu hören. We're in. Besonders in der Zeit, in der wir uns befinden. And for the remaining time we have together. Und für die restliche Zeit, die wir nun zusammen sind. I would like to dig a little bit deeper. Möchte ich nun etwas tiefer graben? And actually ask ourselves, why would it be bad to watch a movie? Und so möchten wir uns die Frage stellen, warum es denn nun schlecht so ist, einen Film what experience you have. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr habt. But growing up, I was always told in church that movies are bad. Aber ich bin in der Gemeinde, oder ich bin aufgewachsen und ich wurde immer in der Gemeinde dazu a year ago, da unterrichtet, dass Filme schauen a schlecht co-worker, ist. Has a friend. Und vor einem Jahr ein Mitarbeiter and, hat einen Freund. This friend is Adventist. Dieser Freund ist Adventist. And he told him that he wouldn't watch movies. Und er sagte ihm, dass er keine Filme mehr oder dass er keine Knowing Filme that schaut. I'm also Adventist, he asked me, why is that actually the case? Und er wusste, dass ich auch Adventist bin und dann fragte er mich, warum eigentlich nicht? You know, and then you argue about fantasy movies and you argue about the violence. Und dann argumentiert man in die Richtung ja, Fantasy und Gewalt. But these people are sneaky. Aber diese Leute, die sind gewieft. They pick movies where you cannot say anything against it.
nehmen dann Filme, und dagegen kann man dann nichts sagen. So what do you say to a person like that? Was sagt man denn dann zu so einer, in dieser Situation? And I must admit, I didn't know what to say. Und ich muss zugeben, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Except for trying to get out of the situation and changing the subject. Also, dass ich versucht habe, aus dieser Situation herauszukommen und versuchte, das Thema zu wechseln. But I think the Midnight Cry message by now has given us a good reason. Aber ich denke, die Mitternachtsrufsbotschaft hat uns bisher einen guten Grund gegeben. But before we come to that, that reason, I want to go back. Aber bevor wir nun diesen Grund anschauen, möchte ich noch einen Schritt zurückgehen. Let's go back to the conservative mindset. Lasst uns zurück zu dem konservativen Denken gehen, which we all breathed and lived. In welchen wir alle sozusagen eingeatmet und ausgelebt haben. And let's ask ourselves, why are movies bad? Und lasst uns überlegen, warum sind Filme denn schlecht? And with movies, I'm tying in music. Und wenn ich jetzt hier über Filme spreche, dann möchte ich auch die Musik mit einbeziehen. So we all need to think now as a conservative. Wir müssen nun alle wie ein Konservativer denken. So no Midnight Cry message reasoning allowed. Es ist jetzt nicht erlaubt, das Gedankengut der Mitternachtsrufbotschaft mit einzubringen. So with a conservative mindset, why are movies bad? Mit dem konservativen Denken, warum sind Filme denn schlecht? They're a waste of your time. Es ist Zeitverschwendung. Why they're a waste of your time? Warum ist es denn Zeitverschwendung? They would be, I'm answering now, the waste of time would be, because in that time you could study the Bible. Ich antworte jetzt auf die Frage, es ist eine Zeitverschwendung, weil in der Zeit könntest du ja die Bibel studieren. So some say they're immoral. Einige sagen jetzt hier, diese Filme sind unmoralisch. What's immoral about them? Was ist denn an ihnen so unmoralisch? What's immoral about music and movies? Was ist denn so unmoralisch an Filmen und Musik? Okay, someone is giving Midnight Cry reasoning. That's forbidden. The sex in the movies. So we see naked skin. In den Filmen wird Sex gezeigt, also nackte Körper. Sensuality, Sex. Sinnlichkeit, Sex. You see them always smoking and having a glass of whiskey. Man sieht sie immer mit einer Zigarette und mit einem Glas Whisky. We're seeing people killed. Wir sehen, wie Leute getötet werden. What else? Was noch? Movies are a waste of time, they're immoral. What else? Filme sind eine Zeitverschwendung und sie sind unmoralisch. Was denn noch? I do not understand BO. Violence, okay, yeah, that we mentioned under immoral. Gewalt haben wir bereits unter der unmoralisch angebracht. The men are the heroes. Die Männer sind die Helden. That's Midnight Cry reasoning, that is not allowed. Das ist die Bad words. Das wäre Mitternachtsrufbotschaft. Das ist nicht erlaubt hier. Aber ja, schlimme Schimpfwörter. So the swearing in movies, particularly in English movies. Es geht also um diese Schimpfwörter, speziell dann auch im Englischen. Homosexuality, that's a good one. Homosexualität.
prostitution. Yes. Prostitution. So this comes all under the immoral sector. Das ist alles also hier unter der Unmoral. What else? Was noch? It's not reality. Es ist nicht Realität. Also es ist realitätsfern. Why would that be bad? Warum ist das denn schlecht? If you constantly watch movies about these rich guys in Florida or Los Angeles, Wenn man ständig diese Filme über diese reichen Leute in Kalifornien oder in Hollywood sieht, you get unsatisfied with your own life. Dann wird man mit seinem eigenen Leben unzufrieden. And that can start a bad cycle. Und das kann dann eine schlechte... Someone says overstimulants. Ja, was Schlechtes ins Leben rufen. Jemand hat hier auch gesagt, dass diese Überstimulierung... So we would see physical harm. Man sieht also Körperverletzung. When we see movies speaking of addressing our emotions. Wenn man Filme betrachtet, die unsere Gefühle ansprechen. Yeah, I would leave it like that. What else? Was noch? So, I'm not sure if in Brazil Adventists argue that way. Ich bin mir nicht sicher, ob in Brasilien Adventisten in die Richtung argumentieren. One argument you hear in Europe a lot, ein Argument, at least a lot, das ich hier in Europa oft höre. Let us forget about spiritual things. That's a good one too. I would put that on a waste of time. Sie führen uns dazu, geistliche Dinge zu vergessen, oder ja, und das würde ich hier unter die Zeitverschwendungspunkt setzen. So one argument I often hear is why movies and music is bad. Ein Argument, das ich oft höre, warum Filme und Musik schlecht sind, is because of Hollywood. Ist wegen Hollywood. So you have these immoral actors. Man hat also diese unmoralischen Schauspieler. But what else is the problem with the actors or the musician? Aber welches andere Problem hat man denn mit den Schauspielern und den Musikern? I'm not sure what mundana means. Worldly, okay. We call them immoral. Das ist also weltlich. They're satanic. Sie sind von Satan. Why are they satanic? Sie sind teuflisch. Warum? What are Adventists saying about Lady Gaga, for example? Was sagen denn Adventisten zum Beispiel über Lady Gaga? They're watching music videos, I think you call it. Man betrachtet ihre Musikvideos. And there you see it. There are secret messages. Und da gibt es diese Geheimbotschaften. They've made a pact with the devil. Sie haben einen Pakt mit dem Teufel eingegangen. And they belong to a satanic organization. Und sie gehören zu einer satanischen Organisation. And that's also a big reason why conservative Adventists say why movies and music is bad. Und das ist auch ein Grund, warum Adventisten sagen, dass Filme und Musik so schlecht sind. I'm not sure if you've heard it with music. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das schon über Musik gehört habt. But I've heard a lot of preachers when it comes to music showing the different beats of music. Ich habe schon viele Prediger gehört,
die dann, wenn es um Musik geht, verschiedene Taktarten aufgezeigt haben. And how does that physical harm? Oder Taktschläge und wie so diese körperliche. That is often the reason given why movies are bad. Und das sind oft die Gründe, die angebracht werden, um zu beweisen, warum Filme und Musik schlecht sind. Explain that to a young person. Und erklär dies nun zu einer jungen Person. Or explain that to a worldly person. Oder erklär das nun zu einer weltlichen Person. Which doesn't have the moral standard like you shouldn't have sex before you're married. Zu jemandem, der nicht diesen moralischen Standard hat, dass man vor der Ehe keinen Sex hat. God or Satan. Der nicht an Gott oder an Satan glaubt. For that person, it maybe is not a waste of time. Für diese Person mag es keine Zeitverschwendung sein. Or what if that person says, hey, I'm relaxing during that time. Was denn, wenn die Person sagt, ah, während dieser Zeit kann ich abspannen? So, I'm not going to discuss these things. Ich möchte jetzt diese Dinge nicht besprechen. I just wanted that we bring it back into our mind. Ich wollte aber nur, dass wir diese Argumente and now I want that we switch back on our mindset of the midnight cry. Jetzt möchte ich, dass wir unser Gedankengut oder unsere Denkweise wieder ändern, und zwar in die Mitternachtsrufbotschaft. And now I want that we see why we wouldn't do these things because of the midnight cry message. What's the reason? Und nun möchte ich, dass wir betrachten, warum wir diese Dinge nicht tun auf Grundlage der Mitternachtsrufbotschaft. Someone already has the answer. Jemand hat bereits die Antwort. But I want to be a bit more detailed. Ich möchte nun jetzt detaillierter sein. Remember, we're prophetic adults. Erinnert euch, wir sind prophetische Erwachsene. Yes, we could argue that Hollywood is a sexist industry. Ja, wir könnten argumentieren, dass Hollywood eine sexistische Industrie ist. So, I'm wiping this out again. Ich werde dies jetzt nun auswischen. And let's see what reason for our faith we can give today. Und lasst uns sehen, welchen Grund wir jetzt heute für unseren Glauben anbringen können. For this, I'm going to a nice book. Dafür gehe ich jetzt hier zu einem netten Buch. Which is this one? Welches dieses ist? Thinking fast and slow. Schnell denken und langsam denken. Quite an amazing book. Es ist ein sehr erstaunliches Buch. Not so easy to read. Es ist nicht einfach zu lesen. Why? Warum? If you have the English version. Wenn you see how small this is? Wenn du das englische Buch hast, siehst du, wie klein gedruckt das ist? Knowing a little bit publishing work, weil I think, ein bisschen are they running out of paper? Are they wanting to save time or money? Überlege ich mir nur, haben sie zu wenig Papier? Warum drucken sie so klein? Wollen the sie author Geld describes sparen? That he wanted small printing. Der Autor erklärt, dass er klein gedruckt haben wollte. Because it activates our slow brain. Denn dies aktiviert unser langsames Gehirn. That guy is really smart. Dieser Typ ist wirklich schlau. And on page 138. Und auf Seite 138. He says something really interesting. Sagt er etwas sehr Spannendes. And I'll just read that to you. Das werde ich euch vorlesen. The media, die Medien, do not just shape what the public is interested in. Zeigen nicht nur das, worin die Öffentlichkeit interessiert ist, but also are shaped by it. Sondern ist auch dadurch geformt.
Editors cannot ignore the public's demand. Die Autoren oder die Veröffentlicher können die öffentliche that certain topics and viewpoints das öffentliche Fordern nicht verneinen. Receive extensive coverage. Und müssen dies eben dann auch exzessiv behandeln. What does he mean? Was meint er damit? How does Hollywood work? Wie funktioniert denn Hollywood? How does social media work? Wie funktionieren denn die sozialen Medien? How does the false information stream work? Wie funktioniert der falsche Informationsstrom? The way Hollywood works and makes money. Die Art und Weise, wie Hollywood funktioniert und Geld verdient, is that it produces films. Ist, dass es Filme oder Musik movies and produziert. Music, it's about the same. Slight difference, but about the same. Für Film und Musik ist es etwa gleich, wenige Unterschiede, aber grundsätzlich gleich. So Hollywood wants to make money by producing movies. Hollywood möchte Geld verdienen, indem es Filme But what kind of movies do they need to create or make? Aber welche Art von Filmen müssen sie denn machen? They are needing to create a movie which people would watch. Sie müssen Filme herstellen, die meisten what Leute sehen like. Möchten. Das, was die Leute mögen. So, they cannot create a movie which no one would go to the cinema for. Sie können also keinen Film machen, für den keine Leute ins Kino otherwise gehen. Otherwise they lose money. Denn dann würden sie ja so, Geld Hollywood verlieren. Creates the movie. Hollywood stellt and also money. Filme her und bekommt dafür Geld. But how do they know what movie would be successful? Aber woher wissen sie denn, welcher Film erfolgreich sein wird? This is where the public comes into play. Und hier kommt jetzt die Öffentlichkeit ins Spiel. You have society. Wir haben die Gesellschaft. And the society wants to watch the movie. Die Gesellschaft möchte die Filme anschauen. But in return, Hollywood needs to produce movies the society likes. Aber umgekehrt muss Hollywood die Filme herstellen, die die Gesellschaft mag. So it's a little bit more like a circle. Also jetzt ist es hier wie so eine. So Hollywood needs to have an eye on society. Hollywood muss also ein Auge auf die Gesellschaft haben. And then society will like the movie Hollywood produces. Und dann wird die Gesellschaft den Film mögen, den Hollywood so Hollywood herstellt. Will produce movies. Hollywood wird also Filme da herstellen. How do I say that? Hollywood produces movies which produziert Filme, customized towards society. Die auf die Gesellschaft zugeschnitten sind. It's the same what happened 2015 with the news coverage of the election in the United States. Das gleiche, was 2015 bei der Wahl in Amerika vonstatten ging. You have this guy who is producing with his words a lot of attention. Man hat da diesen Typ, der durch seine Worte sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Attention is the fast brain. Aufmerksamkeit ist das schnelle Gehirn. And for the news media, this means money. Und für die Nachrichten, Medien bedeutet so dies you Geld. Cover what brings attention. Man behandelt also das,
was Aufmerksamkeit What brings attention has again an effect on society. Und das, was die Aufmerksamkeit bringt, hat dann auch wieder eine Auswirkung auf die Gesellschaft. And then it has an effect again on the media. Und dann hat es wieder eine Auswirkung auf die Medien. It's a cycle. Das ist ein Kreislauf. And that's what happened with Trump in 2015. Und das geschah mit Trump im Jahre 2015. He brings the attention. Er hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. So the news media need to cover him. Sodass die Nachrichten. Therefore Trump gets more attention. Über ihn berichten müssen und daraus hat er noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. And the media needs to cover him even more. Und dann mussten die Medien ihn noch mehr über ihn berichten. And what is the result of all of that? Und was ist dann das Ergebnis von all dem? Trump has the possibility to spread his message. Trump hat die Möglichkeit, seine Botschaft zu verbreiten. He has the possibility to be an influence. Er hat die Möglichkeit, Einfluss zu sein. And therefore, people were more likely to vote for him. Und daraus waren If Trump wouldn't have been geneigt, covered as much by the news at that time, wenn die Nachrichten nicht so viel über Trump berichtet hätten damals oder zu jener wouldn't have had that much of success. Dann hätte er nicht so großen Erfolg gehabt. That's about the media, what I just said in the news and the attention. Über die Medien und die Aufmerksamkeit, was ich eben gesagt habe. Is a psychological principle. Das ist ein psychologisches Prinzip. Which you can read on page 142 of this book. Worüber man auf Seite 142 in diesem Buch lesen kann. Because I'm running out of time, I'm not going to read it. Weil mir jetzt die Zeit ausgeht, werde ich es nicht lesen. So, the same principle with Hollywood. Gleiches Prinzip also mit Hollywood. Hollywood or the music industry needs to cover what society likes. Hollywood oder die Musikindustrie muss das behandeln, was die Gesellschaft mag. Society is always changing. Die Gesellschaft wandelt sich aber ständig. That's why, for example, 50 years ago, you would never say see LGBTQ in a movie and today you will. Und so kommt es, dass vor 50 Jahren man niemals LGBTQ in einem Film gesagt hätte und heute macht man das aber. But how can that be made possible? Aber wie kann das denn möglich sein? It is because what we read in page 138. Es ist deshalb, was wir eben auf Seite 138 gelesen haben. Hollywood and the society influence each other. Hollywood und die Gesellschaft beeinflussen sich gegenseitig. Hollywood needs to create what the society likes. Hollywood muss das herstellen, was die Gesellschaft mag. And at the same time, society learns from something like movies. Und gleichzeitig lernt die Gesellschaft von etwas wie beispielsweise den Filmen. Just a simple example. Ein einfaches Beispiel dafür. Where does the youth today primarily learn how sexual intercourse works? Wo lernen die Jugendlichen heute denn primär wie? For the majority, the first encounter is in movies. Wie Sex funktioniert und die erste Auseinandersetzung so, damit ist in Filmen. Society is shaped by Hollywood. I say Hollywood now. Und ich sage jetzt, die Gesellschaft ist von Hollywood geprägt. But at the same side, Hollywood needs to produce movies which the society would enjoy. Muss Hollywood solche Filme herstellen, die Gesellschaft Now let's wird. Ask the question. Und lasst uns nun die Frage stellen. What is society like? Wie ist die Gesellschaft?
Wie sieht sie aus? We can write now in the chat. Ihr könnt im Chat schreiben. Okay, women are treated as sexual objects. Frauen werden als sexuelle Objekte betrachtet. You can, if I understand it correct, you can easier accept homosexuality. Wenn ich es richtig verstehe, dann kann man dadurch einfacher die Homosexualität annehmen. That's why sexism is natural to us. Deshalb ist der Sexismus so natürlich für sexism uns. Sexism is real. Okay. So we know that society is the following things. Wir wissen also, dass die Gesellschaft das Folgende ist. It's nationalistic. Sie ist nationalistisch. Is that the correct translation? Like a nationalistic person? Racism? Racistic? Die Gesellschaft ist rassistisch. I say it's still homophobe. Ich sage, sie ist immer noch homophob. And sexist. Und sexistisch. And I would like to conclude all of that. Und um das Ganze nun zusammenzufassen. Stereotypes. Haben wir Stereotype? I hope I spell it right. The first time I went to Great Britain, erste Mal, als ich nach Großbritannien gegangen bin, I stepped out of the plane und dort aus dem Flugzeug stieg. It was raining. Es hat geregnet. I had to take a cab. Ich musste ein Taxi nehmen. And the cab driver was Indian. Und der Taxifahrer war Inder. And back at that time, it's a long time ago. Es ist schon lange her, aber damals. I was laughing to myself and I was like, oh, this is so typical. Da habe ich gelacht und habe nur gesagt, na, typisch. Why could I say something like that if I've never been to Great Britain before? Wie kann ich überhaupt das sagen, wenn ich doch zuvor noch nie in Großbritannien war? Why? Wie geht das? Because you learn it through stereotypes. Wir lernen das Ganze durch Stereotype. Stereotypes, our life, our fast thinking, unser schnelles Denken, is absorbing subconsciously stereotypes in all manners. Absorbiert unterbewusst Stereotypen auf verschiedenste Weise. And one of the primary ways how we absorb stereotypes. Und eine der primären Art und Weisen, wie wir Stereotypen aufnehmen, are movies and music. Sind Filme und Musik. And Hollywood, when it produces a movie, wenn Hollywood nun ein Film produziert, will have all these things in it. Wird all diese Punkte einbeziehen. Because that's how society is like. Denn so ist die Gesellschaft. And society likes to see these things. Und die Gesellschaft mag es, diese Dinge zu anzuschauen. When you watch now the movie, wenn du jetzt also diesen Film dann anschaust, what are you watching? Was schaust du an? You're watching the stereotypes. Du schaust diese Stereotypen an. And what are these stereotypes? These ones. Und was sind diese Stereotype? What is it? Was ist das? How can I summarize it? Wie könnte ich das Ganze zusammenfassen? It's sin. Es ist Sünde.
And when you constantly watch the stereotypes, what are you beholding? Wenn du konstant diese Stereotypen betrachtest, was schaust du dann an? By beholding, we become what? Wenn wir etwas anschauen, dann werden wir was? We're becoming changed. Dann werden wir verändert. When you behold movies, wenn man Filme anschaut, subconsciously through your fast brain, unterbewusst durch dein schnelles Denken, you're absorbing stereotypes. Nimmst du Stereotype in dir auf? Which is sin? Welches Sünde ist? Which makes you consider sin what? Und welches dann dazu führt, dass du die Sünde wie betrachtest? As normal. Als normal. And as soon as you think that it's normal, und sobald du denkst, dass das normal ist, you do not see sin anymore for what it really is. Dann betrachtest du die Sünde nicht als das, was sie wirklich ist. And because of the time I need to close, but this is Raldates had a great quote in Crass Camp Meeting. Und ich muss jetzt leider wegen der Zeit aufhören, aber beim letzten Camp Meeting hat Älteste Tess ein großartiges Zitat angeführt. Which where she addressed that this was what broke Christ's heart. Wo sie betrachtete oder darstellte, dass genau that dies der Punkt ist, the people around him have Jesu become so familiar with sin. Dass die Leute so an Sünde gewohnt wurden. Sin is so deeply rooted in the heart. Dass die Sünde so tief im Herz verwurzelt war, that they do not see its evilness, dass sie dieses Übel nicht erkannten. And it's almost impossible to root it out. Und es fast unmöglich war, sie herauszureißen oder zu entfernen. That is the problem, the true problem with movies. Das ist das wahre Problem mit Filmen. They make us see sexism and the other things as a normal thing. Sie führen uns dazu, dass wir den Sexismus als etwas Normales betrachten. Which prevent us to see the sin for what it really is. Welches uns davon abhält, die Sünde so zu sehen, wie sie wirklich ist. We see it as normal. All the stereotypes, there's so much we could say. Es gibt so viel, was wir sagen könnten. Also wir betrachten die Stereotype als normal. Where men are the heroes. Wo die Männer die Helden sind. The strong men with the muscles. Die starken Männer mit den Muskeln. Women are the pretty ones. Und die Frauen sind immer die Hübschen, die Schönen. And all these fairy tales we see explained in movies. Und all diese Märchen sehen wir in Filmen erklärt. Time is not enough. Wir haben jetzt nicht genügend Zeit. But if you get the chance, aber wenn du die Möglichkeit hast, try to get more sensitive about stereotypes in movies and music in promotion. Werde sensibler, die Stereotypen in Filmen, in Musik, in Werbung zu erkennen. And let us see sin for what it really is. Und lasst uns die Sünde so betrachten, wie sie wirklich ist. And if you do this work thoroughly, und wenn man dies durchdringlich macht, I do not know how you can any longer enjoy watching a movie. Dann weiß ich nicht, wie man noch länger es mögen kann, Filme zu schauen. When you see the enormity of sin, which is constantly streamed on society. Wenn man diese Normalität von Sünde erkennt und wie sie konstant and by it society is changed. Und dadurch die Gesellschaft geformt wird. So I want to leave aside
the conservative mindset and reasoning about these things. Ich möchte also das konservative Denken und die konservative Argumentation beiseite legen. I find it a way better explanation to take the midnight cry to explain these things. Und ich finde die Erklärung auf Grundlage der Mitternachtsrufbotschaft viel deutlicher, viel verständlicher. And one book which is really showing yourself how normal stereotypes have become for us. Und ein Buch, das sehr deutlich aufzeigt, wie Stereotype für uns sehr normal wurden, is this book. Ist dieses Buch. The Gendered Brain. The Gendered Brain. Everyone needs to read this book. Jeder sollte dieses Buch lesen. And see the stereotypes. Und die Stereotype erkennen. In every part of our lives. In jedem Teil unseres Lebens. You will not look at life and people the same way as before. Du wirst das Leben und andere Menschen nicht mehr so betrachten wie zuvor. Let us get out of the ignorance. Lasst uns aus dieser Ignoranz des Sexismus gegenüber herauskommen. And let us see sexism, the sin of sexism, for what it really is. Und lasst uns die Sünde des Sexismus so betrachten, wie sie wirklich ist. And let us be changed by that intellectual knowledge. Und lasst uns durch dieses intellektuelle Wissen verändert werden. So two classes are by far not enough for something like that. Zwei Unterrichtsstunden sind längst nicht genug für so ein Thema. But I hope it was a motivation for everyone to pursue this course. Aber ich hoffe, es war für jeden Einzelnen eine Motivation, dass man diesen Weg verfolgt. To not be satisfied with status quo, that things are just normal. Und dass man mit dem Status quo nicht einfach zufrieden ist und sagt, ja, das ist halt normal. Let us question everything in society. Lasst uns alles in der Gesellschaft hinterfragen. And let us match it with the moral standard of the Midnight Cry. Und lasst es uns mit dem moralischen Standard des Mitternachtsrufes, Rufbotschaftes vergleichen. Let's close with a word of prayer. Lasst uns mit Gebet abschließen. Lord, we see that your heart was broken at the cross. Herr, wir sehen, dass dein Herz am Kreuz gebrochen wurde. It was broken for us. Es wurde für uns gebrochen. Because we do not see the enormity of sin. Weil wir die Normalität der Sünde erkennen. Lord, you have given us this message. Herr, du hast uns diese Botschaft gegeben. Which is helping us to decode society. Welche uns hilft, die Gesellschaft zu entschlüsseln. To help us see sin and the foundation of it. Hilf uns, die Sünde zu erkennen und ihre Grundlage. Help us to be changed by that. Hilf uns, dass wir dadurch verändert werden. Break also, please, our heart. Brich bitte auch unser Herz. In Jesus' name, we thank you for all of this. In Jesu Namen danken wir dir für all das. Amen. Amen. Thank you. Bye. Dankeschön.